Das ist ja schön. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Mario Chayas, Mitglied des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der CDU Deutschlands. Grüße Sie in die Hauptstadt, Herr Chaya. Schönen guten Morgen, hallo. Herr Chaya, schauen wir also auf ein Jahr Ampel, ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz. Als Fortschrittskoalition gestartet, wo es Licht, wo es Schatten, üblicherweise sieht die Oppositionsrolle mehr Schatten vor. Naja, die Menschen in unserem Land merken, das Land wird deutlich unter Wert regiert. Es ist ein Zödern und Zaudern in dieser Bundesregierung. Der Bundeskanzler führt die Regierung nicht zusammen. Schauen Sie, was wir an einer Diskussion hatten um die Gasumlage, die Robert Habeck erst eingeführt hat und erst auf unseren Druck dann wieder abgeschafft wurde. Die Unterstützung der Bundeswehr macht Minister Lamprecht überhaupt gar nicht gut. Wir haben keine einzige Ausschreibung für die 100 Milliarden, die wir für die Unterstützung der Bundeswehr zusammen im Grundgesetz verankert haben. Und wenn Sie schauen, was Frau Faeser derzeitig vorhat in der Frage der Migrationspolitik, dass sie illegalen Eingewanderten, die ihre Identität nicht klarstellen wollen, dass sie denen die Möglichkeit geben will, in unserem Land einen festen Aufenthalt zu haben. Das ist kein Beitrag zur notwendigen Fachkräfteeinwanderung, sondern ein Beitrag dazu, dass in unserem Land das Verständnis für gute Einwanderung eben nicht mehr gegeben ist. Ja, Herr Chaya, Sie sind gleich in Ihrer ersten Einschätzung schon bei Projekten und Personen. Lassen Sie uns noch kurz bei der Grundeinschätzung bleiben. Wenn Sie sagen, Deutschland wird unter Wert regiert. Was hätten Sie anders gemacht, ganz konkret? Na, der erste Punkt ist, dass im Kanzleramt die Koalition nicht zusammengeführt wird. Das merkt man deutlich. Olaf Scholz führt diese Regierung nicht zusammen. Das Bundeskanzleramt funktioniert nicht. Sie werfen sich gegenseitig schon nach einem Jahr öffentlich vor, wo etwas nicht funktioniert. Diese Durchstecherei in dieser Regierung ist ja unsäglich. Und das bemerken, glaube ich, auch die Menschen im Land, dass da keine Führung im Kanzleramt zu sehen ist. Ja, was Sie noch nicht beantwortet haben, war die Frage, was Sie konkret anders gemacht hätten. Mehr geführt. Naja, das Erste ist natürlich, dieses Land braucht eine klare Führung, wie das auch in unserer Regierungszeit eben war, dass man in den Koalitionsparteien sich auch anständig verständigt. Das hat bei dem einen oder anderen Punkt dazu geführt, dass man die Unterschiede nicht mehr klar erkennen konnte, dass viele gesagt haben, wir wissen gar nicht mehr, wofür die Union steht. Das ist ein Problem in einer Regierung, in der man natürlich den Kompromiss manchmal vorwegnimmt. Ein Problem gewesen, mit dem wir auch dann am Wahltag zu arbeiten hatten. Aber nichtsdestotrotz, die Aufgabe des Bundeskanzleramtes ist, die Regierungsparteien zusammenzuführen. Und diese Debatte, dass man mit einer Richtlinienkompetenz arbeiten muss, um die Kernkraftwerke für 3 Monate zu verlängern, obwohl wir es doch für 2 Winter jetzt bräuchten, dass wir bei der Biomasse immer noch keine Entscheidung haben, dass die Ausschreibungen bei der Bundeswehr nicht vorangekommen sind, das ist alles auch Aufgabe des Bundeskanzleramts, die Dinge zusammenzuführen und die Minister endlich ein bisschen auf Zack zu bringen. Herr Chaya, da wir bisher nur über den Schatten gesprochen haben, wollen wir doch wenigstens versuchen, noch ein bisschen Licht zu entdecken. Was ist möglicherweise gut gelaufen in diesen 12 Monaten? Ja, wir haben natürlich eine Zeitenwende in Deutschland erlebt, die der Bundeskanzler am 27. Februar richtig formuliert hat. Es ist danach nur nicht sehr viel bei rumgekommen. Und die Unterstützung der Bundeswehr, die wir gemeinsam erreicht haben, war eine richtige Entscheidung. Die Ausschreibungen, die derzeit bislang noch nicht gelaufen sind, ist schwierig. Dass wir endlich eine Gas- und Strompreisbremse haben, wie wir es schon im März, April vorgeschlagen haben, ist richtig. Das Zögern und Zaudern in der Umsetzung ist aber schwierig. Insofern, Entscheidungen sind schon an der einen oder anderen Stelle auch richtige getroffen worden. Aber häufig zu spät und in der Umsetzung hadert es eben auch. Und es ist eben auch deutlich, diese Entscheidungen sind getroffen worden auf der Basis von Vorschlägen, die wir aus der Opposition gemacht haben. Mhm. Herr Chaya, Sie haben im Grunde genommen auch schon die Personenkür und die Benotung aufgemacht mit dem Kanzler, wo Sie gesagt haben, Sie vermissen die Führung. Jetzt könnten wir quasi noch einen Blick werfen auch auf den Vizekanzler, der es ja stilistisch ganz anders angeht und sagt, ich möchte meine Politik erklären. Hat das funktioniert aus Ihrer Perspektive? Robert Habeck hat in seinem Ministerium alle Fachleute entlassen und sie durch Lobbyisten, insbesondere Lobbyisten, die er von den Grünen schon lange kannte, ersetzt. Und das zeigt sich eben jetzt auch, dass er in grundsätzlichen ökonomischen Fragen keinen Sachverstand mehr in seinem Ministerium auf der politischen Ebene hat. Und das merkt man bei ihm selbst. Er kann viele wirtschaftliche, grundsätzliche Fragen nicht mehr erläutern und erklären. Es fehlt einfach am Basiswissen. Und das ist schlecht für unser Land, weil wir gerade jetzt in dieser Phase
quasi einen starken Wirtschaftsminister brauchen. Wir haben aber einen ideologischen Wirtschaftsminister bekommen. Ja. Und das tut dem Land und der Wirtschaft und der Arbeit nicht gut. Nehmen wir jetzt als Bewertung zur Kenntnis, Herr Chaya. Tatsächlich gibt es eine Partei, mit der Sie auch mal auf Bundesebene regiert haben. Man hat den Eindruck, dass Sie mit dem Bundesfinanzminister, mit Christian Lindner, etwas gnädiger umgehen, obwohl der ja durchaus als Hüter der Schuldenbremse noch mit diversen Schattenhaushalten aufwartet. Also da gibt es ein bisschen mehr Gnade bei Ihnen. Nein, das ist mitnichten der Fall. Die FDP ist eine große Enttäuschung in dieser Koalition. Sie lässt im Grunde alle rot-grünen Projekte durchlaufen und finanziert sie auch noch. Wir werden in den nächsten Tagen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu haben, ob diese Schattenhaushalte von Christian Lindner überhaupt zulässig sind. Es ist die größte Staatsverschuldung, die Christian Lindner in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten hat. 500 Milliarden Euro Schulden in seinem ersten Haushalt. Das ist ein gesamter Bundes Haushalt noch einmal an Schuldenaufnahme. Mehr Schulden, als wir von 1949 bis zur Wiedervereinigung in Bund, Ländern, Gemeinden und in den sozialen Sicherungssystemen hatten. Da kann man mitnichten Gnade walten lassen, sondern es ist nicht generationengerecht und es ist ein Schuldenfinanzminister, den wir da derzeitig haben. Herr Chaya, noch ein Schlusspunkt. Sie haben verschiedene Projekte angesprochen. Bei Teilen sind Sie mit dabei gewesen. Das Bundeswehrvermögen haben Sie angesprochen. Trotzdem verfehlen wir dieses 2% NATO-Ziel. Das ist natürlich international eine Blamage. Wir könnten jetzt noch die ganzen Politikfelder durchdeklinieren. Eines ist ganz wichtig. Deutschland ist eine Wirtschaftsnation, eine Exportnation, ein G7-Staat. Wie gefährdet ist unser Wohlstand? Schlusseinschätzung. Ja, wir sind in den Ländern ja in der Verantwortung und haben ja auch konstruktiv unseren Beitrag geleistet bei der Frage der Finanzierung der Bundeswehr, aber eben auch bei wichtigen anderen Fragen der Gas- und Strompreisbremse. Wir sehen mit Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land, dass wir insbesondere bei der Frage der Energiesicherheit noch lange nicht da sind, wo wir derzeitig hin müssten, und haben Sorgen, wie die Entwicklung in unserem Land in diesem Herbst und diesem Winter sein wird, und um die wirtschaftliche Entwicklung kann man sich sehr viele Sorgen in Deutschland machen. Vielen Dank für diese Position heute Morgen im Phoenix-Tagesgespräch. Mario Chaya war das, Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU-Generalsekretär. Vielen Dank. Bitte schön.